ein Strolch, Freunde. Herzliche Grüße. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt so auch so ein Porno-Wetter wie wir hier in Hamburg gerade. Heute Morgen habe ich eine interessante Frage bekommen. Anscheinend ist es noch nicht durchgedrungen. Hä, Björn, Immobilienbegleiter, was macht denn jetzt genau ein Immobilienbegleiter? Ich will euch das mal erklären. Und zwar haben wir vermehrt jetzt Anfragen zu dem Thema. Wir haben bereits ein oder zwei Buden, aber wir würden gerne noch 3, 4, 5, 6 weitere kaufen. Oder aber wir haben eine Bude, die wollen wir ganz gerne verkaufen. Wir suchen was Neues und wir müssten dann mal Zwischenfinanzierung und so weiter machen. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so jemand, der eine Bude hat und die verkaufen will und sich verkleinern will zum Beispiel. So, vielleicht viele von euren Eltern, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid, wie auch immer. Jetzt bräuchten wir ja eigentlich für eure Eltern oder euch ein Immobilienmakler zum Verkaufen der Bude, dann bräuchten wir einen Immobilienmakler zum Suchen der neuen Bude und dann bräuchten wir ja theoretisch noch einen Baufinanzierer, der das Ganze begleitet. Entweder den Kauf der neuen Bude, eine Zwischenfinanzierung auf der alten Bude, egal. Ihr braucht mindestens mal 3 unterschiedliche Menschen. So, und wenn ihr jetzt dazu noch eine Absicherung von dieser Immobilie haben wollt, also Wohngebäudeversicherung, Risiko-LV, diese ganze Absicherungsgeschichte, dann braucht ihr ja noch einen vierten. Also ihr braucht eigentlich 4 Berater. Das Problem dabei ist das folgende. Und zwar ist, dass diese Berater nicht miteinander sprechen. Ja, warum auch? Weil die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt kommt der Immobilienbegleiter, was ja im Prinzip nur ein Begriff ist, den wir aus dem Leben geholt haben. Wir haben gesagt, warum mit der Kompetenz, die wir haben, mit dem Know-how, was wir haben, warum sollten wir das nicht komplett machen? Also warum sollten wir nicht sozusagen aus einer Hand das Ganze darstellen? Das heißt, wir begleiten unsere Kunden beim Verkauf ihrer Immobilie. Wir begleiten die Kunden über unsere Systeme beim Suchen der neuen Immobilie. Wir gucken uns die Exposés zusammen an. Meinetwegen auch die Besichtigung, je nachdem, wie umfangreich es nachher werden soll und wo der Kunde sitzt. Wir schauen uns Nebenkosten, Abrechnung, also alles Mögliche schauen wir uns zusammen mit dem Kunden an. Und wir stellen natürlich auch die Finanzierung dar, logischerweise. Und als vierten Punkt, auch wenn gewünscht, die Absicherung. Ja? Und das ist der Punkt, das ist so der Vorteil dieses Immobilienmitleiters, das, was wir eben machen in meinen Firmen. Wir sind ein Ansprechpartner. 24 Stunden erreichbar, 7 Tage die Woche, auch am Wochenende, am Feierabend, unten auch am Eierabend, aber primär am Feierabend. Versteht ihr, das ist der Unterschied und das ist etwas, was uns abhebt von den ganzen anderen. Wir sind kein typischer Immobilienmakler, wir sind auch kein typischer Baufinanzierer, wir sind sozusagen eine Kombination des Besten aus allen Welten. Oh Gott, das klang hochtrabend. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und deswegen, immer wenn ich schon Buden habe, wenn ich neue suche, natürlich kann ich mir irgendwelche Plattformen angucken, ich kann mir Bücher kaufen, aber ey, ihr braucht doch jemanden, der euch dabei begleitet, der euch sagt, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Das andere sind doch alles nur Theorien, die ihr da habt. Ja? Und das vielleicht mal ein kleines Wort zum Sonntag. Was ist eigentlich der Immobilienbegleiter und wie wir uns abheben von der ganzen Masse da draußen? Und das erfreut sich an der steigenden Beliebtheit tatsächlich. Also richtig cool, wie Leute darauf abgehen, dass sie einfach das feiern, dass sie einen Ansprechpartner haben, der alle Kompetenzen mitbringt, der alle Lizenzen, Erfahrungen mitbringt in sämtlichen Bereichen. Macht echt Laune. Gut, meine kleinen Strolchfreunde, mehr wollte ich gar nicht loswerden heute. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Resttag und bleibt gesund und fleißig. Und ansonsten, tschüssi.